Hallo zusammen, hier ist Brick for You. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, es kam in den Kommentaren von Steinemeister und von Batman ja doch die Frage, ne, könnte die Blue Bricks 89 in 10 White auch Wagen in ihrem eigenen Maßstab gut ziehen? Und ja, da habe ich mich einfach mal rangesetzt und habe hier einen Güterwagen gemacht. Der sieht noch so ein bisschen, naja, länderbahnmäßig aus, aber er ist 12 Noppen breit, er wiegt knapp 900 Gramm. Der Reichsbahnwagen, der hier dranhängt, oder der, den ihr hier seht, den ich für die 18201 gebaut habe, der hat knapp 800 Gramm. Also von daher ist es ungefähr vergleichbar. Allerdings muss man natürlich dann auch hier für den Güterwagen, für die große BR89, da müssen einfach größere Räder ran. Ne? Da hier habe ich auch normale schwarze Eisenbahnräder genommen. Das sind einfach die L-Räder, weil sonst ja, würde das überhaupt nicht passend aussehen. Ja, und die Lok zieht den Wagen ganz gut. Aber wir merken natürlich auch durch die größeren Räder und die Flanken, es ist nicht ganz so geschmeidig wie die 8W-Wagen. Für den Betrieb im R40-Radius musste ich natürlich auch die Puffer der Lok entfernen. Obwohl ich hier schon eine relativ lange Kupplung habe mit der Kette und auch hier das Heck ein bisschen modifiziert habe, ja, bei dem engen Radius ist es ganz klar, das drückt es einfach weg. Da geht einfach nur Puffer auf einer Seite. Meine Achsen hier unten sind auch auf Turntables gelagert. Das ist auch notwendig, um einfach ein bisschen besser durch die Kurven zu kommen. Ja, der Wagen an sich ist 12 Noppen breit. Ich finde, das ist auch vom Maßstab her, ja, das ist in Ordnung. 11 Noppen, 10 Noppen wären auch okay, aber der sieht schon relativ realistisch aus hinter der kleinen Lok. Ja, und dann könnt ihr euch jetzt mal anschauen, wie die so fahren. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!